Es werde Licht. Nach einer Weile grauem Nebel um neues Material von ihm ist Fadi Maalouf nun wieder mit neuer Musik in der deutschen Musikszene unterwegs und hat sich selbst in eine neue Richtung erfunden. Ein bisschen verrückter und poppiger kommt er mit seinem zweiten Album daher. Der neue Sound ist keine große, krasse oder negative Veränderung, sondern eine schöne Entwicklung nach vorn. Und das heißt, dass ich wurde bekannt durch die Balladen und so weiter. Das stimmt, es gibt jetzt immer noch Balladen auf dieser Platte, aber die sind moderner, die sind so mehr Pop-Rock-mäßig. Die Stimme auch ist reifer geworden, mein Gesang, ich steige meinen Gesang besser, mehrere Oktaven auch. Und genau das hört man auch in der ersten Single, die genau wie das Album Into the Light heißt. Ein Song, der in die Beine geht und dazu ein spaciges Video mit allerhand Spezialeffekten. Das ist Fadi 2.0. Wir haben das wirklich in 10 Minuten geschrieben, die Melodie und den Text auch. Und den Text ein bisschen auch so wie der neue von der Platte, autobiografisch. Ich habe mich inspiriert von meinen eigenen Erfahrungen und das hat nicht unbedingt zu tun mit Liebe und diese Klischee-Sachen, sondern mit normalen Alltagssachen. Nicht nur interpretieren, sondern auch kreieren ist das Motto auf den 13 Songs von Into the Light. Somit entfernt er sich auf einen Schlag von vielen seiner Mitbewerber aus den Castingshows. Denn Fadi bringt sich aktiv in seine Musik ein und bietet somit die Möglichkeit, ihn genauer kennenzulernen. War ganz wichtig für mich auch, um meinen eigenen Sound zu kreieren, diese Songs mitzuschreiben auch, weil ich meine Stimme besser kenne, ich glaube, als jede. Und dann, ich habe diese Songs aufgebaut, um meine Stimme. Und also um meine Stimme zu bedienen zum Beispiel. Und dann, ich habe mich getroffen mit verschiedenen Songwriters und wir haben Ideen getauscht. Ich fange an mit der Melodie oder sie fangen an mit einer Gitarre. Aber wir machen immer die Melodie zuerst, dann der Text kommt später. Also ich bin ganz stolz drauf und ganz zufrieden von dem Ergebnis, weil das bin ich, das bin ich wirklich ich. Nach einem sehr ausgefüllten Jahr 2008 hat sich der Künstler 2009 eine Auszeit von der Öffentlichkeit genommen, um ganz in Ruhe am neuen Material zu arbeiten. Ein Schnellschuss hätte die Weiterentwicklung auch sicherlich beeinträchtigt. Ich habe auch die Zeit genommen, um die Songs zu schreiben. Ich habe nicht sofort eine andere Platte veröffentlicht, 3 Monate nachher. Deswegen, ich habe wirklich eine lange Zeit genommen, um eine super Produkt anzubieten. Und der Weg beginnt jetzt. Also natürlich muss ich auch Promotour machen, viele Konzerte, das ist mein Ziel. Viel auf der Bühne zu stehen. Ich habe meine Band auch jetzt. Und mit dieser Band wird man Fadi mit Sicherheit des Öfteren auf den großen Bühnen antreffen können. Denn wie könnte man es nicht treffender formulieren? Der Weg beginnt jetzt. Hallo, ich bin Fadi Maalouf und ihr guckt Bubblegum TV. Viel Spaß damit.